bla. Denn du hast die Macht, alles zu tun, was du dir vornimmst. Klick bla. Mit der Kraft der Freundschaft wirst du dein Ziel erreichen. Klick bla. Die Reise muss weitergehen. Oh Gott, da hinten brennt's! Was? Wo? Da hinten. Achso, der Vulkan. Ah ja, damit hallo liebes Publikum, willkommen zurück bei Let's Play Bugsnax. Mit dem Captain Sakatschus Corner und mir dem Fehler. Was haben wir eigentlich mit Philbo gemacht? Wann haben wir ihm denn das Brombeerleben gegeben? Das Brombeerleben? Das Brombeerleben hat mich ausgesucht. Hi, Gramble. Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben. Das Opfer der Bugsnax, nämlich die Yoga-Tante. Die Yoga-Tante. Ja, die hat uns gesagt, wir sollen ihr noch mehr Bugsnax in ihr Dingens reinschmeißen. Ja. Und zwar ein Raubwrap. Ja. Noch einen. Ein. Ich glaube, wir haben gerade gar keinen. Ein Ketzeranten und ein Mettenschalinger. Mettenschalinger? Okay, den Raubwrap, gibt's die alle beim gleichen? Ich weiß nicht. Ich hoffe, die gibt's alle. Bestimmt müssen wir nicht quer über die halbe Insel reisen. Naja, gut, wir haben ja Quick-Reise. Ja. Das ist der Raub Burrito. Den brauchen wir, ne? Nee. Ah, nee, wir brauchen den Raub Rap. Bombino. Ja, wer weiß, was der Raub Rap ist. War das nicht. Der könnte überall sein. Okay, den Raub Burrito, den hat sie jetzt schon. Wenn sie den haben wollte, dann. Naja, klar, das ist das, was jetzt ihr Bein ist. Von mir aus. Raub Rap. Haben wir den überhaupt schon jemals gesehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Also, es wirkt nicht so. Wahrscheinlich einer von den beiden. Okay. Wo ist das? In der Blubberbucht. Da haben wir noch nicht alle gescannt. Auch hier in den qualmenden Quellen haben wir auch noch nicht alle. Da fehlt uns einer. Ja. Aber wir haben zwei noch nicht gescannt. Okay, da fehlen uns zwei, aber wir haben von dem noch warte, nicht. Warte. Ja. Was ist das da? Eins runter und dann nach rechts. Das ist der Superfüßler. Nee, also ein paar Mal nach rechts. Wo ist Fragezeichen? Das ist eins zu weit. Das da. Das sieht eher aus so von der Seite wie so dieses Orangending. Dieses Geschichtete, was ich zur Orange machen kann und auseinander. Ich denke, das ist eine Zitrone. Nein, ehrlich, ist halt auch eine Zitrusfrucht, die ähnlich aufgebaut ist, denke ich. Okay, ja, kann sein. Würde ich jetzt sagen. Ja, möglich. Ich glaube, es ist tatsächlich einer von denen, die wir noch gar nicht gesehen hatten. Okay, naja, dann sollten wir jetzt einfach... Moment, was hatten wir noch? Katzeranden? Käseranden, ja, ich meine, Käse irgendwas. Käseranden und ein Mettenschalinger. Der Mettenschalinger... Den hatte ich, glaube ich, hier gerade irgendwo gesehen. Ja, ja, genau. Also im Sinne von, er ist noch nicht bekannt, aber er ist... siehst du, das fliegende Toast meinte ich vorhin. Der Marmelatscher. Genau, Mettenschalinger. Ja, der wird... Ich habe, glaube ich, vorhin wieder was Soulettenartiges gesehen, was so aussah, als hätte es die Idee eines Mettenschalingers sein. Das weiter oben. Und ein Käse und ein Käseretter. Das sind noch zwei, die wir noch nie gesehen haben. Grillkäspuff, nee. Hier, sowas. Das ist aber mehr eine Fliege, oder? Mal gucken, die heißen Grüntraub. Ja, okay, gut. Da stehen manchmal bei denen, die zumindest eine Silhouette haben, steht zumindest immer Infotext. Ja, weil wir da irgendwie diese Haufen Fischbrocken. Ist nur ein Hinweis auf einen Bugsnax, der nur von 6 bis 4, 6 PM ist. Ja, aber das ist ja schon mal hilfreich. Ja, aber. Also wir müssen halt irgendwie mehr Haufen finden, irgendwie so quasi. Ja, ja, okay, auf geht's. Und wir hatten hatten wir nicht noch eine andere Sidequest oder ist das ja, da mit Philbo? Ja, da hinten für eine Tanzfrau. Ah ja, genau. Wiggle. RB funktioniert Wiggle, manchmal nicht so. Wiggle mal Wiggle. Wiggle möchte mit dir irgendwas klären. Gramble will noch mehr zum Liebhaben haben. Ach so. Snacks doch ein Akteotäterin und ein Bananarama. Ach ja, stimmt, er wollte ja die Großen noch haben. Oh, er kann mich mal. Ja, die kriegen wir auch nicht. Ich weiß nämlich immer noch nicht wie, wenn wir jetzt kein neues Dingens bekommen. Aber dann rede ich mal mit Wiggle. Müssen wir die wirklich auseinandernehmen und in den Einzel füttern? Möglich. Ich rede mal mit Wiggle. Ja, rede mal mit Wiggle. What's shaking, baby? Du hast sehr kurze Arme. Hey! Vielleicht ist das gut für ihre Karriere. One last chance, darling. There's a massive bug snatch out in the ocean. Siehst du? Sag ich doch, sie braucht auch noch irgendeinen Boss-Snacks. Morgen nicht durch die. Mach's gut, Wiggle! Bin ich mal sicher, ob er wirklich real ist, aber nun muss ich ihn einfach jagen. Ja, bist du schon auf dem Weg dahin? Bitte hilf mir, allein schaffe ich es nicht, ihn zu fangen. Ja, glaube ich auch. Nicht von da hinten. Ja, in Ordnung. Wunderbar, dann mal los.
Okay, wir gehen jetzt direkt quasi los mit. Jo. Okay, das ist zumindest mal was Proaktives. Ja, eben, dann machen wir wenigstens mal was Aktives. Okay, Wiggle. My critics all right, you know. I can't make the magic happen again. Jesus ist I've tried skydiving, crystal gorging, reverse exorcisms, everything. Bug snacks are the only thing that have ever gotten me close to that state again. To that raw nirvana where the universe writes through me. I just haven't found it yet. But I will. I must. It's that or I'm finished. Ich will ganz viel Käse! Okay. Ja, ich habe gerade irgendwas Cleveres überlegt, aber da war so, schrei einfach, ich will ganz viel Käse. Okay. Ein Megamaki fangen. Ein Megamaki. Der muss hier irgendwo im Wasser sein. Ja. Davon hat sie erzählt. Aber sie, ja. Das ist eine Limonetta. Das war ein Blutbananen. Nein, das war eindeutig Babu Freak. Ein Grünkrabbler. Ein Sorpetina. Das war auch nicht das, was wir gesucht haben, auch wenn es so leuchtet. Na, ich. Sie meinte, was schwimmt im Ozean, hat sie gesagt. Also muss es ja was im Wasser sein. Ich nehme mal an. Ich höre ein Pikmin. Ja. Ich nehme an, da hinten ist. Another empty venue. And if you're out there, you won't be able to resist my siren song. Oh Gott. Ich würde jetzt auch lieber Banjo spielen. Allerdings. Aber deine Arme sind Ananasse. Das Ding da oben. Ja, auch jetzt gerade erst aufgefallen. Fuck. There you are, you delectable dragon. Come on, let's make some music. Ooh. Okay. When the booty calls, it's time for a booty call. Folgen den Kopf in der perfekten Formation. Wir verfallen in Panik, wenn er sie nicht anführt. Okay, Wiggle. Oh Gott. What the fuck? Babu Frog. Kann ich mir den Kopf haben? Der Kopf, der die Polonaise anführt, kann erst gefangen werden, wenn er keine Follower mehr hat. Wow, wie topical. Reiß drauf, was soll's. Dann futtern wir uns eben von hinten ran. Okay. Okay, Maki sind Maki Roll. Okay, jetzt weiß ich wieder was genau. Ich habe auch so gedacht, so ist das Sushi? Und dann habe ich so gedacht, so, hä, Maki? Und dann, ja klar. Naja, ist ja klar, was wir machen müssen. Nee. Jedes einzelne Stück wegkatapultieren. Genau so. Squirgot! Auf Watson! Oh, das ist so ein Netzding. Ach echt, konnte ich... Yeah. Na, komm schon. Oh, gut, dass wir... Ich drück die ganze Zeit... Nein. Mann! Oh, pass bloß auf. Ja, einen habe ich noch. Kann ich die auch einfach von hinten die ganze Zeit...
Das, ja, anscheinend. Ja. Einfach hinterher rennen, ja, warum nicht? Ist ein bisschen eklig, aber... Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Nee, jetzt ist wahrscheinlich der Zauber vorbei. Könntest du bitte das mit der Falle... Was ist das für eine merkwürdige Uhr? Hatten wir die schon immer? Ja. Okay. Damit haben wir immer Fallen und sowas alles. Ah, verstehe. Ja, ich bin... Okay, das funktioniert anscheinend jetzt doch nicht mehr. Nee, dann musst du wohl erneut... das Ding... Das hier? Na, versuch. Na, für später. Was denn? Was für eine Bullshitterie? Für später. Ihr mitten im Ozean für später. Jetzt mache ich erstmal den hier. Ja, mach den hier. Alter, rüsten sich kriegen. Ja, jetzt, da ist besser, ja. Da. Mega Waki. Oh Gott, ich hab's selbst ausgelöst. Oh nein, pass auf. Takoyaki-Pferde kommen. Nein, Takoyaki. Und siehst du, für jetzt, wenn er jetzt rüberläuft, okay. Für später, falls ich das andere verkacke. Genau so war das gedacht. Falls das funktioniert. Oh, Bullshitterie, sagt er. Naja, komm, ich bitte, ich platziere das Ding einfach ohne Plan, als zu sagen, für später. Nee, ich hab doch einen Plan. Ja, sehr gut. Das funktioniert nicht. Okay, weiß ich jetzt, dass es nicht funktioniert. Bullshitterie, Alter. Bullshit, Kiri, 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 Alter. Ja, das ist Käse. Der passt thematisch in dieses Spiel. Jawohl. Oh Gott. Oh nein. Hau ab. Denkt er sich wahrscheinlich auch. Wegpacken. Sehr gut. Ist das eigentlich ein Auge oder ist das ein Loch? Das ist ein Auge. Oh Gott, jetzt ist es. Oh Gott, jetzt ist es diese gottverdammte Level aus Sunshine. Warum kann es plötzlich fliegen? Weil es ein Drache ist. Tatsache. Wurde gesagt. Ja, hier ist der perfekte Ort. Mega Martin. Drachenschelle. Es funktioniert wahrscheinlich nicht. Ja, ich weiß nicht. Sieht gut aus. Er ist recht groß. Ja, da geht er voll durch, geht er. Jawoll. Jawoll, jawoll. Jetzt direkt aus der Luft raus catchen. Mit den Stäbchen. Das ist tatsächlich ein Auge. Sag ich doch. Mini-Maki. Super Mercado. Mecano-Maki. Mini-Maki. Mega Martin. Ach komm. Oh nein, hat die Säule kaputt gemacht. Wie kann er das tun? Hey, weil ich mich blöd platziert habe. Oh nein. Blöd positioniert, whatever. Wir haben direkt in seine Karten gespielt. Boah. Hat er eine Fallenkarte eingesetzt? Ja, er hat eine Fallenkarte eingesetzt. Die typischste von allen. Kaputt gemacht. Ja, genau. Was ist das für eine Säule? Wo kommen die so? Keine Ahnung, die kommen auch immer wieder, die Säulen. Ach, das ist ein Stäbchen, jetzt seh ich's. Ah, das ergibt Sinn. Mega Martin. Meta mag ich nicht. Ja, einer noch. Und zack. Sehr gut. Jetzt ist so traurig. Jawohl, einfach direkt weggekletscht. Chitin-Chef-Etage. Mega Martin. Und jetzt geben wir ihr den Megamaki. Ich will einfach alles haben. Mach mich komplett. Talk about bombing on stage. Still, not telling about vomiting on stage. Come, darling. Let's get this show on the road. Was wolltest du gleich? Leb wohl. Leb wohl. Ja, sie will den Megamaki und nicht den Minimaki. Also. Kriegt sie den Megamaki und kriegt sie den hin, ist die Frage. Genau das wollte ich dich halt fragen. Der Kopf wäre natürlich interessant eigentlich. So ein Sushi-Kopf? Was haben wir sonst? Sushi-Zähne ist irgendwie langweilig. Ja. Sie hat schon coole Ananas-Arme. Naja, setz sie direkt auf den Kopf, komm. Dann. Okay. Aha! Es ist nie das, was man erwartet. Nee. Nothing. My head is just full of snacks. Oh, I'm never gonna be free of it. Nee. Was denn? Do the wiggle. It's such a vapid waste of a song.
That will be my legacy. Was mit dem Song, den du gerade für den Sachsneck gesungen hast? Das ist doch, war doch nice. Why can't the universe give me one more hit? One more time to beat it, to beat it. Vielleicht ist das ihre Art und sie erkennt irgendwann, dass sie die ganze Zeit gute Lieder macht. Wiggle! Wiggle! Kannst du Wiggle das Bein stellen? Nee. Oh. Ich wollte sie jetzt einfach... Ich wollte sie randomisen. Oh. Okay, gut, das haben wir. Jetzt ist die Frage, wo sind die Sachen für die komische... Ja, für die Frau. Für die Yoga-Tante. Hier war noch irgendwas offen. Mega Martin. Sind ja hier die Quellen, ne? Wir sind gerade... Was sind das hier, die Wasser? Nee, qualmende Quellen müssen hier gerade sein. Das ist noch ja, genau, das ist richtig. Ein Unbekanntes, wo wir noch nichts gefunden haben und... So ein Ding, das wir mal gesehen haben, aber... Wo die, also wo wenn rein zufälligerweise meine Hand jetzt zu meinem Handy greift und dann rein zufälligerweise den Browser öffnet... Da kann man ja gar nichts dagegen machen, also das ist ich meine, ja außerhalb unserer... Ja, oh, ich hab aus Versehen Pizza bestellt für uns. Nein. Das wäre super. Das wäre absolut toll. Da könnten wir snacken während Bugsnacks. Wow. Und die Leuten einfach die ganze Zeit was vorkauen. Ja, das stimmt allerdings. Hast du Snacks dabei? Nee. Oh. Sonst hätten wir ein Problem, glaube ich, wenn ich jetzt Kinder-Pinguin dabei hätte. So. Sorry, dear. It's never going to happen. Don't be so down, Wiggle. Maybe you're overthinking it. Why don't you just write from the heart? From the heart? Na, die Megamaki haben wir ja gerade gemacht. Yeah. You sweet summer child. That's what I did before I was a star. I'll never make platinum that way. Why does that matter? You're already rich and famous. Because I need an audience. And I've seen time and time again that when I write for myself, nobody else wants to hear it. Well, I want to hear it. That's a nice sentiment, darling. Yeah. Weil er keine Bugsnacks ist. Richtig. Oh. Nee, er ist, er ist nicht der einzig normale. Wir sind die einzig. Auch. Oh, naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir für Scheiße hier schon gemacht haben. Was suchen wir? Ein Raubrap? Ja, wir suchen den Raubrap. Wir suchen den Käseranden. Also den mit Käserand. Und Metterschlingen. Pass auf, ich guck einfach mal. Mettenschallinger. Raubrap den ganzen Tag. Liebt Ranch Dressing. Raubrap den ganzen Tag. Ich mach Raubrap den ganzen Tag. Also den Raubrap finden wir in den Wassermelonenfällen. Und zwar den ganzen Tag über. Okay. Er liebt Ranch Dressing und Käsesoße. Käsesoße. Okay, dann müssen wir einfach nur noch wissen, wo genau, also welcher. Was war. Okay, ja, wir können ja einfach durch das Buch. Welcher Ort, wollte ich gerade sagen, ist der. Der ganz da. Wassermelonenfälle? Wassermelonenfälle, ja. Das okay. ist quasi das erste Gebiet. Nee. Ja? Oh. Ich meine ja. Ja, doch, hast recht. Und dann, hier muss er ja irgendwo sein, den ganzen Tag über. Ich weiß nicht, ob das die Nacht mit einbezieht. Eine grüne Lolli. Ist mal schwer, genau zu sagen. Ein Bretz-Tytopode? Bretz. Na, für Bretzeln. Bretz. Gemüsetrockner? Was? Gemüsebrocken. Gemüsetrockner? Dünster. Ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach, einfach das gesagt, was ich gelesen habe. Hier? Nee, da links. Das andere links. Von da komme ich doch gerade. Nein, noch weiter links. Hier durch die Höhle. Das wusste ich doch, dass du das meinst. Natürlich. Ja, wirklich. Absolut. Nein, macht Krebs. Oh, was schwimmt da? Das ist da ist er. Aufrepp. Unter der Erde ist er. Was ist das dann? Musst du starten. Okay. Der muss irgendwie gegen die Dings bumsen. Mit Ranch Dressing. Ja, genau. Das ist auch das, was ich jetzt vorhabe. Du! Bist jetzt Ranch Dressing. Genau. Draw me like one of the Ranch Girls. Welcome to the Ranching Park. Okay, das hat nicht funktioniert. Bombs! Jawohl! Das hat funktioniert. Nummer 1 haben wir. Rap. Okay, wo ist der Käseranz? Okay, Käseranzen. Genau. Wo ist der Käserand? Sag nicht in der Pizza. Mann. Das wäre aber cool, wenn ich das sage. Ja, in der Pizza, die ich gerade aus Versehen bestellt habe. Entschuldigung, einfach nach denen irgendwie zu suchen, weiß nicht.
Seht es uns nach, dass wir das nachgucken. Ja, who cares. Ich finde, das ist einfach nur fair, dass wir das tun. Und zwar dann ja. In der nächsten Folge von Bugsnacks. Fehlgraben? Fehlgraben. Nee, ich frag dich gerade. Kiezerrand, den ganzen Tag, was? Ja, wo denn? Wo denn? Ja, ich muss rauskommen, warte. Wo denn? In den Sengen, den Sandgebieten. Ah, ich hab Grillgraben gesagt, siehst du. Okay, dann gehen wir dahin zurück und dann bist du beim nächsten Mal dran. Das war mega gut. Das war mega geil. Ich hab's nicht gesehen und ich weiß nicht, wie deswegen ich will ich eine Facecam haben. Aber der Captain will nicht. Er hat gerade mit links seine Mütze hochgeworfen und sie ist einfach wirklich perfekt in seiner rechten Hand gelandet. Ich hab nicht mal hingeguckt oder so. Und er hat nicht hingeguckt, er hat einfach so seine Mütze geworfen und sie ist perfekt in seiner Hand gelandet. Wow, das hättet ihr sehen müssen. Habt ihr aber nicht. Ihr könnt es vielleicht sehen, wenn ihr abonniert. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Gewinner abonnieren.